Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Ich bin weg. Ich bin da. Ich bin weg. Ich bin da. Wir müssen den Boss von dem vierten Dungeon machen. Und es ist ein riesiger Octorok mit einer Pflanze auf dem Hintern? What? Okay. Ach genau. Wir müssen hier Steine zurückschießen erstmal. Das ist so der erste Teil des Bosses. Moment. Und jetzt... Ist da eingefroren? Und wir können... Nein, was? Die Pflanze anzünden. Und das tut ihm ganz doll Aua. Ich glaube, das müssen wir dreimal machen? Ich weiß es gar nicht genau. Oh ja, das ist der Boss, prinzipiell. Jetzt taut wieder alles auf. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass er Steine schießt. Er kann uns nämlich auch theoretisch einsaugen. Er hat uns eingesaugt. Ja, jetzt schießt er Stein. Genau. Nochmal. Ja, nein, er saugt. Mann. Was für ein Arsch. Er ist auch so nah dran, Alter. Stein. Ja, Stein. Okay. Jetzt ist er wieder festgefroren. Jetzt dreht er sich einmal und... Ja, wir haben es geschafft, die Pflanze anzuzünden. Nice. Gut. Der Boss ist halt eigentlich echt einfach. Das ist auch... Oh, okay, ich wollte gerade sagen, dass auch einfach kein Stein auf uns fällt. Das ist ein Wunder, aber okay. Ja, wir können ihm übrigens nicht anders Damage zufügen. Kannst du jetzt irgendeinen Angriff machen, bitte? Okay. Stein. Nice. Noch ein Stein. Und noch ein Stein. Okay, das war lucky, Leute. Das war lucky, dass er gerade drei Steine wieder hintereinander geschossen hat. Sehr schön. Das war der Boss. Er ist halt einfach echt easy, prinzipiell. Aber die Bosse hier allgemein sind recht einfach. Ist ein bisschen schade, aber naja, was soll man machen, ne? Yeah! Das dritte Element. Tropfenelement erhalten. Das Tropfenelement enthält die Kraft, der Feuchtigkeit zu spenden. Okay. Herzcontainer erhalten. Wir haben schon 12 Herzen, Leute, von 20. Das ist schön. Und raus aus dem Tempel. Achso, ich muss die R drücken, okay. Ich dachte, mir friert die Nase zu. Oh. Was ist das? Oh. Kind. Kind, das du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher zu mir, dann wird sich ein Weg öffnen. Okay. Herr Nanu, was... war das ein Traum, eine Illusion? Er sagte, er sei der König von Hyrule, aber... Doki, schau mal auf die Karte, da ist was markiert. War das doch kein Traum? Lass uns in die heilige Stätte das Element übertragen. Alles klar. Ah. Okay, Moment, der Hyrule aus der vergangenen Zeit, ein Geist? Es könnte... ja eigentlich heißen... dass wir zu einem Friedhof müssen, oder? Das könnte sein. Ich werde jetzt mal gucken, ob der Minish hier oben Fragment vereinen will. Komm schon, bitte. Und was ist denn mit dir? Ich glaube, der will echt nur Fragmente vereinen, nachdem wir... alle vier Elemente haben. Das kann natürlich sein. Will Maximilian vielleicht ein Fragment vereinen? Bitte, bitte, bitte. Komm schon, komm schon. Nein, warum nicht? Du musst ein Fragment vereinen wollen, Maximilian. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal unsere Fragmente gleich vereinen. Oh, die Schule ist offen. Hallo? Zum Fragment vereinen? Nein. Und Leute, wisst ihr was? Ein Geheimgang? Okay, wir brauchen hier, wie es aussieht, ganz viele Bomben. Was sollen wir die hier hinlegen? Sprengt das dann beides? Eigentlich ja schon, ne? Ja, aber wir müssen nur einen Weg gehen. Könnte ein bisschen dauern.
Hier noch. Leute, das ist halt, warum wurde sowas eingebaut? Also ganz ehrlich. Ist halt so komplett die, weiß nicht, so die übelste Zeitverschwendung eigentlich. So, auch nicht unbedingt, aber das ist halt so, weiß ich nicht. So dumm. Wir können das eh noch nicht kommen. Okay, wir machen das eh später. Ich hoffe, die Steine bleiben weg, Alter. Ich hoffe es. Kein Bock, die gleich nochmal zu sprengen. So. Hallo. Hallo? Ich bin schnell, erstmal vor die Pause vorbei ist. Wir essen immer so spät. Warum nur? Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Was hast du eigentlich zu sagen? Oh, hallo Doki, schön dich zu sehen. Danke für deinen Besuch. Okay. Oh, noch eine Lehrerin. Hallo. Wir haben Mittagspause. Viel spielen, viel lernen. Okay. Drehen wir das erstmal um. Okay, wenn wir da rausgehen, können wir da hoch und zu einer Truhe. Okay. Hallo. Man muss jeden Tag genießen. Ich pflege das Blumenbeet. Okay. Cool. Wenn ich renne, wird mir immer schlecht. Och, das ist nicht gut. Juhu. Okay, da können wir später auch noch hin als Minish, aber das bringt uns jetzt noch nichts. Bis wir da wirklich was machen können, müssen wir noch ein wenig warten. Bin ich der Meinung, dass... Ja, ich glaube schon. Hallo. Hey, Nanu, bist du in der Windeseile hierher gelangt? Alle Achtung. Ja, Mann. Ich bin super schnell. Ein Fragment. Alles für ein Fragment. Oh, Mann. Ich merke gerade, wir haben die Lampe. Das heißt, wir können uns, glaube ich, jetzt hier nochmal ein... Ne, eine Truhe ist das, ne? Kein Herzteil. Ich glaube, eine Truhe holen in der Stadt. Ja. Doch, ich glaube schon. Und zwar, wenn wir wieder... Willst du ein Fragment? Nein, okay. Hier reingehen. Hallo? Fragment? Nein, keiner. Schade. Okay. Fragment? Nein? Fragment? Nein? Keiner will ein Fragment vereinen. Und zwar hier, genau. Einmal anzünden und anzünden. Yeah. Ein Fragment holen, okay. Das war leider kein Herzteil. Leider, leider. Wir können aber in der Stadt nochmal weiter gucken, ob irgendwer ein Fragment vereinen will. Fragment? Nein. Oh. Fragment? Ja. Das ist das, was wir nicht haben, ne? Och, kommt. Warum da alle, Mann, warum will denn jeder grüne Fragmente vereinen? Leute, lernt doch mal dazu. Ich habe keine grünen Fragmente. Zumindest nicht das, was ihr haben wollt immer. Hallo? Hallo? Mann! Komm schon, irgendwer! Irgendwer! Ein Fragment, was ich habe! Hallo? Oh. Hallo? Nee, auch nicht. Können wir uns den Boomerang? Nein, können wir nicht. Will ich nicht. hallo? Oh. Du? Alter! Oh. Geh weg! Hast du ein Fragment vereint? Nein. Danke. Oh. Ich hätte mal vor dem Eingang stehen müssen, ey. Komm. Haben wir nicht. Komm, wir haben so viele rote und blaue Fragmente, Leute. Ihr könnt gerne mal ein rotes oder blaues vereinen wollen. Das wäre sweet. Das wäre echt schön. Komm schon. Irgendwer. Please. Wir gehen gleich zum Schloss, Leute. Ich würde halt auch noch in jedes Minish-Dings reingucken, aber... Nee. Nee. Irgendwer... Komm. Der hier oben will keins mehr vereinen, wahrscheinlich. Nee. Ich glaube, der will einmal, glaube ich, ein Fragment vereinen. Mehr nicht. Ja. Ja. Oh, danke, John. Danke, John. Endlich jemand, der ein Fragment vereinen will, was ich habe. Ah. Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Okay. Stimmt. Der baut jetzt hier ein Haus, ne? Ja, der will da gleich ein Haus bauen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rausgehen und wieder reingehen, dann haben sie angefangen, genau. Was, wenn wir wieder raus und wieder reingehen? Rein und rausgehen? Dann ist es fertig, alles klar. Okay. Na, kein gutes Haus? Ja, eine Frau. Ja, ich weiß.
Da wollte ich mich noch erkundigen, was Dean und Nairu, Dean und Farore für Dings haben, ne? Mach ich auch nochmal. Ich würde doch ganz gern Lextra nochmal besuchen, aber ich glaube, das machen wir ein andern Mal. Hab ich keinen Bock, jetzt nochmal hinzurennen. Ja. Ich erkundige mich, glaube ich, bis zum nächsten Bad, was Dean und Farore für ein Elixier haben. Würde ich sagen. Keiner will hier Fragmente vereinen, ey. Ist unglaublich, ne? Keiner? Wirklich? Mann, Leute! Aber langsam macht ihr mich fertig. Echt niemand, ey. Echt niemand. Lol. Ihr seid echt blöde Kühe. Okay, dann halt nicht. Gehen wir halt weg hier. Mann. So, haben wir eigentlich auf der Karte? Wir haben ganz viel markiert auf der Karte, oder? Hier. Ja, da ist noch ein Eingang. Okay, den müssen wir noch holen. Da oben ist noch eine Truhe, die müssen wir noch holen. Alles klar. Das heißt, den Eingang... Da kommen wir eh nochmal irgendwann vorbei. Das können wir später machen. Was haben wir hier? Hier haben wir die zwei Eingänge und da noch was. Okay. Alles klar, das machen wir alles. Machen wir jetzt alles. Aua, aua. Das war Skill. Stimmt, jetzt haben wir das Spielchen. Ach ja. So, hier hatten wir doch... Ach nee, hier war nichts. Nee, nee. Hier war was. Hallo. Hallo. Ein weiterer Schwertmeister, Leute. Hey. Ich bin Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Bin ich. Hört, hört. So werde ich dir nun die Technik der Strahlenattacke lehren. Volle Energie. Genau, das ist ja das gleiche, was wir schon haben mit weniger als einem Herz. Und jetzt haben wir es auch, die Strahlenattacke mit voller Energie. So wie ich mich kenne, haben wir so gut wie nie volle Energie, aber naja. Strahlenattacke erlernt. Strahlen hervor, ja. Ist das jetzt die... Ja. Uns fehlt nur noch eine, Leute. Eine Sache fehlt uns noch. Und dann können wir die ultimative Attacke von dem längst verstorbenen Meister bekommen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du gehst mir gerade ein bisschen... du bist gefährlich nahe gerade gewesen, aber okay. Ja, das Geld brauchen wir eh nicht mehr. So. Wir... Ey. Warum? Danke. Wir können uns hier als Minish... zu einem Minish machen. Und hier erstmal einiges erkunden. Hier gibt's ein Loch. Ein Minish wohnt hier, okay. Hallo. Ja, welche seltene Ehre, Besuch zu bekommen. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Okay. Fragment? Ja, das haben wir sogar. Alter. Alter, ein grünes Fragment, was wir besitzen. Lol. Ah, okay, der Baum wird jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Alter, was perfekt ist. Kriegen wir eine Schaufel? Nee. Ich bin der Meinung nicht. Hä? Kommt da noch eine Truhe hin? Ich glaube, da kommt noch eine Truhe hin. Okay, 50 mysteriöse Muscheln, das ist ja echt... Wow. Bin ja begeistert. Gut, dann gehen wir jetzt... Auf die andere Seite noch... Wir schaffen das. Und in den Brunnen hier oben rein. Oh, man ist zumindest so langsam unterwegs. Man kann die Stiefel hier nicht verwenden, glaube ich. Ja, hier drin schon, aber... Und nochmal 50 Muscheln. Wow. Ja, das mit den Muscheln, das erkläre ich euch am Ende. Wir können die Stiefel nicht verwenden. Mann. Erkläre ich euch so gut zum Ende, was es damit auf sich hat. Und dann werde ich sie auch erst das erste Mal benutzen. Und ich sage euch jetzt schon, das wird anstrengend. Und... Ja, das wird anstrengend. Zeitintensiv. Für euch nicht. Weil das meiste davon werde ich wahrscheinlich cutten. Also rausschneiden. Oh, Herzteil, nice. Wir haben ein Herz. Oh, cool. 4 Herzteile gehabt, schön. Werde ich wahrscheinlich cutten.
beziehungsweise halt offscreen machen, damit ihr das nicht mitbekommen müsst. Weil das ist halt einfach echt anstrengend und langweilig. Oh. Was? Och. Ja, ich bin der Meinung, die können uns nur sehen, wenn sie in unsere Richtung schauen. Okay, das war knapp. So, dann gehen wir noch hier in den Brunnen. Feen! Ja, okay. Feen sind wir voll. Brauchen wir also nicht mehr. Und hier unter, Leute, befindet sich wieder ein Weg. Und dieser Weg führt, wer hätte es erwartet, ins Schloss hinein. Weil wir dürfen ja nicht mehr ins Schloss so. Das hat ja Vati, der Vati-König, verboten. Und das ist unser einziger Weg, unser einziger Weg in die heilige Stätte. Und wir übertragen das nächste Element auf unser Schwert. Swoom. Und es wird blau, soweit ich weiß. Das sieht halt so cool aus. Das Tropfelement wurde übertragen. Durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt dreiteilen. Ja, Mann. Jetzt können wir nicht zwei ein Kloner schaffen, sondern zwei. Und das bedeutet, wir sind jetzt dreimal so stark und nicht mehr zweimal so stark. Das ist ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Und das war es auch eigentlich, was wir jetzt hier erledigen mussten. Das war alles. Mehr können wir hier jetzt nicht machen. Wir müssen also wieder aus dem Schloss raus. Und ich glaube, wir könnten theoretisch nochmal einiges erledigen. Aber ich glaube, mehr Sidequests machen wir jetzt erstmal nicht. Wir werden jetzt wirklich erstmal nur die Story weiterspielen, bis wir halt auch das vierte Element haben und das übertragen haben. Schick uns mal bitte raus, danke. Weil wir halt vieles auch noch nicht machen können. So. Es gibt vieles, wofür wir noch mehr benötigen. Zum Beispiel das Item aus dem vierten Dungeon, die Klontechnik, also die natürlich dann weitere Klontechnik, dass wir dann drei Klone von uns erschaffen können, also viermal da sind. Und deswegen lohnt es sich eigentlich nicht, halt, ja, oh. Erstmal die Brücke reparieren. Jetzt den ganzen Weg nochmal gehen, ne? Och Mann. Ja, deswegen lohnt es sich nicht, jetzt wirklich schon alles zu machen. Also von daher machen wir es auch nicht. Wir machen jetzt einfach stumpf die Story. Erstmal. Und danach kann man ja überspringen, sag ich mal. Also die Parts. Bis man, ja, nicht mehr sehen möchte. Also bis man einfach nur noch das Ende sehen möchte. 200 mysteriöse Muscheln. Dein Ernst, wie viel haben wir jetzt eigentlich? 999, das haben wir aber auch schon länger, oder? Ups. So. Tal der Königsfamilie. Na, okay, ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was, du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gehen wir. Okay. Weg da, weg. Ah, das sieht hier interessant aus, Leute. Was könnte das hier nur sein? So. Kann ich die eigentlich einsaugen? Nein, kann ich nicht. Habe ich das schon mal ausprobiert? Ich glaube schon. Hallo. Eine Fee. Was für ein Upgrade fehlt uns noch, Leute? Ja. Ihr wisst Bescheid. Hoffentlich. Willkommen am Brunnen der Wunder. Abenteuer. Darf ich dir einige Fragen über dein Abenteuer stellen? Natürlich. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Nein. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht? Nein. Ach so ist das. Gute nächste nächste Frage. Melter von Gongelberg hat 7 Schüler, stimmt's? Ja. Ach so ist das. Nächste Frage. Heißt die Frucht, die man isst, um die Minis zu verstehen, Laberbirne? Nein. Ach so ist das. Nächste Frage. König von einem weißen Mantel. Nein. Du hast alle meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet.
Deshalb werde ich dir helfen. Größerer Pfeilköcher erhalten, Leute. Schön. Mögest du erfolgreich sein. Danke. Wir haben jetzt, ich glaube, alle Upgrades, die man bekommen kann, oder? Ich bin der Meinung, ja. So, wo muss ich gehen? Was geht? Wo geht's hier unten lang? Ah. Okay. Ich glaube, hier bin ich nie lang gegangen. Ich bin immer gleich hier hochgegangen. Okay. Ist ganz schön dunkel hier. Oh Gott. Hallo? Oben. Okay. Oh Gott, nein! Links. Okay. Wo ist das nächste Schild? Da ist das nächste Schild. Wie vorher. Also nochmal links, okay. Wie am Anfang, also oben. Oh. Rechts, okay. Wie auf dem vorletzten Schild. Also hoch. Ah. Okay, wo sind wir hier? Hier ist nichts. Da ist ein Schloss. Oh! Eine Hütte. Boris! Hallo! Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Dankeschön. Ist nett von dir, Boris. Sehr nett von dir. Ach komm. Ah, diese Krähe hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol dir den Schlüssel zurück. Alles klar. Ach, Leute. Gut, das war's erstmal mit dieser Folge, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.